Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders mit uns Vierern! Yay! Ob das jetzt so erfreulich ist, weiß ich auch nicht. Ja, ist es. Aber wir spielen die nächste Warping-Core-Map! Die abwärtig ist. Bis Low-Level sollten wir easy schaffen, aber wer den letzten Part gesehen hat, weiß, das ist nicht so easy, wenn man nicht auf das Spiel achtet. Ja. Fand ich übrigens so, sehr gut, dass wir das verkackt haben. Beim letzten Part stehen geblieben bin, Mann. Danke. Ich meinte, diese Fun-Map wie den Wizard-Fight und so, weißt du, wo du mit Shortcuts hast du deine Zauber und musstest dann die gegnerischen Zauberer von der Map kicken. Ah ja, kann ich auch. Übrigens reden wir über Warcraft 3, falls jemand den letzten Part nicht gesehen hat. Wir reden über Warcraft 3, über die typischen LAN-Spiele, die auf der LAN gespielt werden oder früher auf der LAN gespielt wurden. Allgemein wäre auch mal so richtig cool, so eine LAN zu machen, wo wir dann alle zusammen irgendwie zacken oder so. Problem ist dann aber nur, man würde alles doppelt hören. Ja. Und ich glaube nicht, dass das so cool wäre für ein Video. Es wäre viel cooler für so einen Livestream. Und dafür haben wir leider alle zu schlechtes Internet. Was ist denn hier los? Tom, mach Boom. Kann ich nicht, ich habe keinen Mana. Tom, mach weiter Boom. Tom, nicht aufhören. Was passiert hier? Alter, was ist das denn für überhaupt? Kann Dennis nicht eine Slow-Falle machen? Ah, Kristall! Hier, anderer Kristall! Kannst du hier nicht... Ja, okay. Patrick. Bin dabei, ich hatte nicht genug Mana, ich hatte nur... Was denn? Wie viel hatte ich? Mach mal 120. Hier einfach dicht und wir stellen dahinter Turret. Und dann machst du hier vorne auch gleich dicht und dahinter kommen Turrets und Archers und dann sind wir eigentlich relativ safe, glaube ich. Von da zumindest. Ja. Was mit der anderen Seite? Ja, dann halt auch. Auf allen Seiten. Also einfach so dicht machen und wir stellen dahinter Archer und sowas. Das sieht hier auch eventuell. Wo? Hier, dann muss Patrick da noch vor Einheiten gleich, also die Dinger, die Schacheldinger setzen. Schick den mal weiter zurück, Kevin. Weil das sollte dann easy going sein, weil wir müssen einfach nur die Eingänge dicht machen. Wyvern kommt zwar auch, aber dafür haben wir ja genug Archer hier überall rum. Wyvern. Ja. Was hat man denn früher noch so gespielt? Command & Conquer. Martin Conquer, Mann, ja. Oh ja. Was jeder hatte, aber ich sag mal so, dass nur von, ich sag mal, 10 Leuten allerhöchstens einer die Originalversion hatte. Ja. Ja. Das war bei Warcraft war mit genau, CS genau das gleiche. Ja, mit CS. Also, wenn du auf einer LAN warst früher, war es ja nicht immer so. Du hast ich weiß noch damals, so LAN, erstmal das Wichtigste ist PC. Alle bauen ihren PC auf. Dann wird gesagt, welche Spiele werden gespielt. Gut, der eine hat die alle auf dem PC, haut die auf der Festplatte. In der Zeit suchen alle Leute sich eine Pizza aus, dann wird Pizza bestellt, in der Zeit wird alles installiert, dann wird gegessen und dann wird gesuchtet. Ja, aber da war installieren aber auch so sit, ne? Ja. Und man muss sich nicht, ich weiß nicht, 6 und dann, ich bin fertig, wer braucht die Platte? Und dann, ja, ich. Das war aber super geil. Noch mit den dicken Bildschirmen. Oh ja, das war super ätzend, ey. Ja gut, wir haben eine Bildschirmgarnitur. Da passt eine Person dran. Nö, Pizza-Garnitur passt bei mir, also bei uns auf den Namen, bei uns zu Hause passt mindestens 2 bis 3 Leute dran. Ja, aber 4 Stück sogar. Eine Pizza-Garnitur mit 2 Bänken. Ja, das Problem war damals diese Röhrenbildschirme, das war halt super ätzend dann. Auch damit passten da 4 Stück dran. Hier geht gerade kaputt. Ja, hier, der wird denn angegriffen? Deine Archer sind nicht schnell genug hier. Du musst näher dran, den Archer. Hier. Oh, der ist geworbt. Wo ist denn der Kristall? Mein Kristall ist verschwunden. Oh, der ist jetzt weggeworbt. Na, der ist auf andere Seite gegangen. Nee. Kann nichts bauen. Hä? Das sind Archer, die da drauf schießen. Weg mit euch. Einmal durchrasiert, ohne Shampoo. Oha. Oha, der hat sich gerade blöd teleportiert. Warum? Der steht jetzt hinter der Deckung. Oh oh, ich geh dahin. Mal schon wieder verschwunden. Das ist ja verrückt, dass die immer verschwinden. Steht er da hinten bei Party. Wir haben früher auch auf Alan mal eine Runde Far Cry 2 gespielt. Ja. Da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Mit Dodos Rechner. Hm?
War das nicht bei Dodo, wo er das Feuer gemacht hat? Das war mit meinem Rechner. Mit meinem alten, der jetzt, den ich nach der Konfirmation gekriegt hatte. Ich weiß nur, als Dodo Feuer gelegt hat, sind alle rausgeflogen. Krass, weil die Rechner es nicht gepackt haben. Ich weiß nur, dass ein Kumpel da war, der hatte sich zu der Zeit auch schon so ein Ja, es ist jetzt schon 6 Jahre her. Zu der Zeit hatte der halt auch schon einen Gamer-Laptop. Und der stand dann da und hatte nicht so Bock auf das Spiel. Und der hat es halt so YOLO-mäßig angegangen. Und der stand da hinter einem Stein mit einem Sniper. Und ich hatte auch einen Sniper und habe ihn gesehen. Und hatte ihn anvisiert. Ich hatte seinen Kopf anvisiert. Und ich sehe, dass er auf mich zielt. Und der Typ, er saß so ungefähr fast neben mir mit seinem Laptop. So. Und dann schieße ich dem, gib dem Headshot und sehe nur, wie er vom Tisch fast seinen Laptop abräumt, weil er sich so erschrocken hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei LAN-Partys, wenn du neben einem anderen saß, der im Gegnerteam war oder auch bei dir im Team oder sowas, wie oft war da, also das hat bestimmt jeder mindestens einmal gemacht, rübergeguckt, oder? Also. Einmal rüberlunzen. Das kann mir keiner erzählen, dass das keiner gemacht hat. Rübergelunzt hat jeder mindestens einmal. Ja klar, wenn das so war, ja, aber dann musstest du halt bei der Teamstellung darauf achten, dass es halt nicht so einfach geht. Ne? Ja, aber auch wenn du ein eigenes Team hast oder so, wie oft war das wirklich, dass einer rübergeguckt hat? War fast immer so. Also das einmal hat man es auf jeden Fall immer gemacht. Auch wenn man gesagt hat, nee, war ich nicht, hab ich nicht. Aber ja, das trotzdem mal gemacht. Dennis und Kevin, ich kann euch hier beiden ja gleich schreiben, wer der Typ war. Weil da muss Tom keinen Namen rauszensieren. Ich kenne den wahrscheinlich eh nicht. Ich kenne den wahrscheinlich eh nicht. Ja, aber ist ja egal, es ist ein ganz normaler Hausname, die musst du rauszensieren. Ach, du willst den Nachnamen sagen, Leute. Man nennt ihn wahrscheinlich nur beim Nachnamen. Nee. Also, wenn ich einen Vornamen sagen darf und den du nicht rauszensieren musst, dann kann ich ihn auch laut sagen. Das ist ja egal, ich kann auch sagen, ja, Hans-Peter war da oder Kurt war da oder Aladdin war da oder was weiß ich was. Ja, der zweite war nämlich richtig. Das kennt ja keiner. Kennt ja kein Schwein den Namen. Also Dennis und Kevin Kurt war das, der dich so erschrocken hat, ja. Halt weil du kannst witzig. Ja statt Kurt kannst auch sagen, das war Adolf so. Ah, jetzt fällt mir noch. Weiß ja auch keiner was. Project IGI, das konnte man zwar nur im Singleplayer spielen, aber das haben wir auch bei Kurt immer gespielt. Was für ein Ding? Ist das nicht Project IGI oder so? Mit diesem Sniper? Ja, genau! Genau, stimmt, ich erinnere mich. Wo nur Kurt drin gut war, ne? Jo. Und in welchem LAN-Spiel wart ihr damals gut? Schreibt's in die Kommentare! Also ich war damals der CS-Gott, Alter. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nee, überhaupt nicht mehr. Ist die Leute, die man wird alt, ne? Man wird alt, ne? Nee, das gar nicht. Leute, ihr müsst drauf achten. Also, es ist sinnvoll, sich auf eine Sache zu versteifen. Entweder man ist PC-Gamer oder man ist Konsolen-Gamer. Beides geht nicht. In eins von beiden wirst du dann definitiv schlecht. Und ich war halt damals richtig gut in CS und war halt eigentlich der übelste Kackbuhn, weil ich fast ein ganzes Team immer alleine auseinandergenommen habe. Könnt ihr Kevin fragen, der kann dann zustimmen. Wir brauchen hier oben mal mehr Verteidigung. Und bin dann einfach auf Konsole gewechselt. Ich komme. Hier kommen die Wyvern immer alle an und hier brauchen wir auf jeden Fall Archer. Die müssen jetzt näher dran. Auf einmal alle hin, Alter. Dann gehe ich zurück. Die Archers müssen ein bisschen näher dran, weil da schießen die auf nix. Oh, weil die werden ja irgendwo schon aufgehalten. Naja, und dann bin ich halt auf Konsole gewechselt. Und dadurch habe ich halt einfach meine Skills in Ego-Shootern auf PC verlernt. Das sagt man ja, wenn man schlecht ist. Ja, ist halt wirklich so. Ja. Sagen sie alle. Alleine bei PUBG sehe ich das, wie ich einfach immer viel zu langsam bin. I'm ready to rumble. Yes, me too. Ja, und Warcraft hat man halt früher Unmengen an verschiedenen Fun-Maps gespielt, ne? No. Dieses Warlock, was ich eben erzählt habe, Dota. Die erste Dota-Map hast du auch auf Alarm immer gespielt. Ich muss sagen, ich finde aber auch CS gar nicht mehr so cool wie früher. Früher hat man das so just for fun gespielt. Aber mittlerweile, wo du hier auch aufsteigen kannst und sowas, dass da alle so richtig, keine Ahnung, wie spielen und dann auch. Eine Rangliste halt gibt. Genau. Und dann auch so. Du hast auch nicht mehr dieses, ja, ich schieße einfach die Gegner ab und bla bla bla, sondern dieses, ja, du musst unbedingt lernen, zuvor zu aimen, wo die Leute alle kommen und sowas. Das war damals so, ja, pff, brauchst du halt nicht.
Das hast du damals instinktiv gemacht. Ja, aber du brauchtest es halt nicht. Und jetzt musst du das halt können, sowas, damit du überhaupt irgendwie auch mal Kills kriegen kannst, so einen Scheiß. Was schreibt mir denn da? Hey, wo ist er denn? Beide, wer ist da? Beide sind hier oben, oder? Ne, einer ist nur hier oben. Das ist die letzte Wave, ja. Einer ist unten bei Denis. Ja, den nimmst du gesehen, du musst der andere über dich oben, oder was? War ich hier oben? Ja, oder? Jetzt ist er weg. Das ist verscheucht. Ja, das war's ja auch. Nee. Er hat wieder geborbt. Wo ist er? Ist er hier. Oh oh. Defend the Crystal! Die sind gar nicht so einfach, die Maps. Aber ja, hauptsächlich darum, weil man nicht weiß, wo die Viecher hinkommen. So, Alter, was ist denn da oben, oder? Da staunen sich alle. Genau, Gesell, wo ist denn der zweite? Der anderen Seite. Okay. Ja, easy. Welle beendet. So einfach geht das. Putz, alles kaputt. Ja, Wunderbärchen. Jo. Wunderbärchen, alles klärchen. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen. Aber. Oha, wir haben noch zwei Warping Core von diesen Part-Dingern vor uns. Die nächste ab 60, die werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, und die danach auch. Wir haben ab 40 schon wieder fast verkackt. Na gut, was wir in der nächsten Folge machen, das werdet ihr natürlich dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht fürs Zuschauen. Falls ihr mal gefallen habt, würde ich mich über einen Wert und Kommentar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Okay, ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Bye. Ciao. Ah ja, Kevin ist kurz auf K. Tschüss von Kevin. Tschüss. Oder so.